Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt's bei mir einen super Trick. Falls dir mal die Audio von deiner Videospur verloren geht oder sonst was, aber dazu mehr bis nach dem Intro. Bis gleich, Feuer frei. Wir sind direkt hier in Resolve und ich schneide hier rum und dann... ach du Scheiße. Nein, jetzt habe ich hier die Audio rausgelöscht. Was kann ich denn jetzt hier nur machen? Kein Problem, ich habe die Lösung. Ja, so gut habe ich noch nie ein Video gemacht, ne? Also, jetzt ist ja hier, fehlt ja jetzt der Ton. Um das jetzt nicht aus 3 Stunden, 11 Minuten wieder raussuchen zu müssen, wo jetzt genau diese Stelle ist, gibt es einen ganz einfachen Trick, wie gesagt. Ihr markiert euch dann diesen Part, dann geht ihr hier oben auf Timeline, dann gibt es hier Match Frame, da einfach draufklicken und schon seid ihr hier genau drin und könnt euch hier jetzt einfach die Audio rausziehen. Die ist genau so zugeschnitten schon und ihr habt jetzt hier den Audio-Clip. Strecken, Mann, damit wird's aber nicht besser. Meine Achillessehne ist durch. Das ist das ganze Geheimnis. Match Frame, super wichtig. Oder man zieht sich halt auch zuerst einfach nur die Videodatei rein, weil man denkt, man braucht das Audio vielleicht gar nicht und will jetzt im Nachhinein aber doch noch das Audio drin haben, dann gibt's eben hier die Funktion, nennt sich eben Match Frame. Ganz einfach, oder, Leute? Easy going. Kein Kopfschmerz mehr in Zukunft. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Trick und Tipp, den ich hin und wieder selber auch brauche tatsächlich, weil es eben immer mal wieder vorkommen kann, dass man eben, wie gesagt, mal nur die Videodatei reinzieht oder auch nur die Audiodatei. Das funktioniert ja auch andersrum. Also man kann ja auch die Audiodatei einfach markieren und dann sagen Match Frame und dann bekommt man ja auch den Clip mit einem In- und Out-Point hier schon gesetzt und kann dann eben nur die Videodatei draufziehen. Geht genauso auch andersrum, ne, wie gesagt. Aber wie gesagt, wichtig, um da eben jetzt nicht in 3 Stunden Rohmaterial rumsuchen zu müssen, sind 3 Mausklicks und fertig aus. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch jetzt da nie wieder Kopfzerbrechen bereiten müsst und das Ganze einfach in Zukunft easygoing schnell findet. Ich hoffe, der Tipp hat dir weitergeholfen. Dann lass mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Lass mir auch gerne ein Abo da. Dann verpasst du in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und schreib mir übrigens auch gerne mal noch in die Kommentare, ob du den Trick schon kanntest oder wie du das Ganze bisher gemacht hast. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Dein Barney, hau rein. Ciao.